Hallihallöchen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play The Sims 3. Also, meine Gedanken sind überladen, voller Gedanken und Gedanken. Wir sind in Battleship Bay. Profil speichern. Aha. Okay. Oh mein Gott. Was ist denn das hier? Gott. Aha. Also, ja. Keine Ahnung, was ich sagen will. Was ist das? Lockpick. Also, mit Lockpicks kann Elisabeth verschlossene Türen öffnen. Was? Magnetifierung, okay. Magazinvergrößerung, ja, okay. Aha, okay. Aha. Schadensboost. Das ist mega, aber wie könntest du die leisten? Okay. Schade. Schade, schade, sagt der Made. Ich weiß nicht. Wir müssen da. Habe ich mich gerade erschrocken? Das Tor ist fest verschlossen. Echt jetzt? Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Ich weiß es nicht. Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Genau, mit der verbundenen Hand. Mit der verletzten Hand, die einmal mit einem Messer durchbohrt wurde. Was? Ernsthaft? Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Wirklich? Sehr gut zu funktionieren. So? Ernsthaft? Ja, mit einer durchbohrten Hand kann ich auch gut Türen öffnen. Da ist sie, die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Ja, Mr. DeWitt. Okay. DeWitt? Booker. Ich glaube, die wird uns immer Mr. DeWitt nennen. Oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Ich glaube, die will sich ziemlich viel umsehen. Ich weiß nicht. Founders Books. Ah, aha. Okay, ich glaube, wir gehen mal dahin. Weil es sieht ziemlich interessant aus. Bist du bereit? Wer ist bereit? Ah ja, das sind jetzt so Sklaven. Ich denke mal so, allein von der Hautfarbe zu urteilen in diesem Reich. Also der Vater Comstock, der kann nicht mal. Ich meine, er ist so rassistisch und überhaupt, also ich weiß nicht, ob das eine gute Regierung ist. Nee, es ist keine, das weiß ich ganz sicher. Oh, das ist ein Karussell. Komm. Jetzt komm, steig auf, was? Prinzessin. Ja, komm. Wir sind doch auf einem Karussell. Jetzt komm doch her. Hallo, das macht Spaß. Egal, wie alt man ist. Nicht. Meine Fresse. Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Weiß die Leute nicht. Werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserklacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Aha. Ach, das kennt also jedes Kind. Wir müssen wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl nehmen. Das sieht nicht gesund aus. Ugh. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. Ernsthaft? Ja, wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Aus. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ja, müssen wir jetzt halt hin. Das passt ja mal. Super Schockjockey in diese Hall of Hero. Aha. Also, jetzt mal. Was? Hä? Wer will mich jetzt schon wieder töten? Ha? Hallo? Ach, da oben. Ihr wollt mich töten. Hi, hallo, ich will dich umarmen. Warte mal. Oh Gott, ja, von Gesundheit ist gut. Dankeschön. Ciao. Gute Nacht. Hey, wer? Warum seid ihr so unglaublich viele? Und wie kriegt ihr das alles hin? Wie managt ihr das alles? Oh Gott, warte mal. Ich bin alles verschwommen. Wie rette ich mich jetzt? Ich schieße wild um mich. Ah!
Alter! Ja, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen rumfail, aber ich bin das gerade gar nicht mehr gewohnt. Ich habe das schon seit einer Woche nicht mehr gespielt. Okay. Wo müssen wir hin? War das nicht da? Okay, es war eindeutig da. Ich glaube, ich sollte ein bisschen mehr mit meinen Kräften arbeiten, ne? Und etwas taktischer. Aber das kann ich halt nun mal nicht. Zum Beispiel so. Okay, das war der letzte, ernsthaft. Und deswegen sterbe ich. Oh, was ist das für eine schicke Waffelein? Aber ich würde gerne die Waffe behalten. Dafür die andere wegwerfen, weil die ist beknackt. Warte, so und jetzt F gedrückt halt, ne? Ja. Wow, die ist nicht schlecht, ja, die ist nicht übel. Nicht übel ist das. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Oh, ich höre wieder die wundervollen, Gesellen, meinte ich natürlich. Oh, Salz, dankeschön. Salz. Also, man atmet hier wohl gerne Salz ein. Öffnen, natürlich. Tor anheben mit der verletzten Hand. Perfekt. Muss man sofort ausprobieren und so. Los, es macht Spaß, mit der verletzten Hand Tore anzuheben. Das sieht doch mal wunderschön. Nein, auf keinen Fall. Hä? Ernsthaft jetzt? Ich bin doch gerade hier reingegangen, weil da ein Tor war. Guck, deswegen benutze ich Navigation. Benutze ich zu viel Navigation? Ich weiß es nicht. Ich bin halt eben nicht so orientierungsfähig wie du. Ja. Ich habe gedacht, da können wir jetzt rein. Was müssen wir eigentlich? Suche Jog Jogger. Ich glaube, die Suche geht einfach schneller, wenn ich jetzt Navigation benutze. Wo ist jemand? Hier ist niemand. Keiner. Hier ist niemand. Wie kommst du darauf? Was? Wieso mir nach? Hä? Die Waffe ist schon mal richtig mega Bombe. Hä, verstehst du? Bombe, weil sie so cool schießt. Und schon bist du weg. Ich glaube, es kommt ganz auf die Waffe an, die man gerade benutzt. Hä, was? Wer beschießt mich da? Muss ich da hin? Ich weiß es nicht. Muss ich da hin? Irgendwie, ja. Ich weiß es nicht. Ach du. Okay, ich habe mich gerade etwas erschrocken. Ja. Ich bin gerade irgendwie voll komisch drauf. Ich glaube, ich bin etwas übermüdet. Wer ist da denn schon wieder? Wer will mich nerven? Hä, wer will mich nerven? Ich glaube, ich bin jetzt einfach den ganzen Weg zurückgegangen. Ja, ich weiß doch nicht mal, wo ihr seid. Verdammt. Aha. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht abhauen, bloß ich wusste halt nicht, wo die sind. Das war jetzt gerade etwas komisch. Kann ich hier Knopf drücken? Ja. Keine Ahnung. Ach du. Okay. Stimmt etwas nicht? Ja. Kleine, wir sind hier gerade stehen geblieben. Okay. Dann, jetzt wissen wir, was man machen muss, wenn ein Aufzug stehen bleibt. Wir öffnen natürlich den Sicherungskasten und riskieren einen Stromschlag. Oh, eine Biene. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elisabeth. Ich habe eine bessere Idee. Elisabeth. Ach so, das ist ein Riss. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas. Ja, sowas, Mann. Ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Jo. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal
Manchmal sehe ich was Tolles. Oh. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Süß. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff darin? Ich glaube nicht. Aber da... Da ist etwas, das... Das war doch der beknackte Vogel. Oh nein. Schließ ihn. Ich ja, mach halt. Hallo. Oh. Alter. Nervenstrapazen. Ich weiß nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam es vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Jawohl. Ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Alter, das war fies. Bitte, ganz wie Sie meinen. Das war fies. Du. Oh, da ist was. Da ist was Witziges. Was ist das? Wieder Drogen, ha? Ja, Drogen wahrscheinlich, ja. Die haben immer so schöne Muster, die in der Flasche rumschweben. Da steht ja auch schon unter Drogen, kein Wunder. Hm. Ah, lecker. Oh, lecker. Ja, sehr lecker. Oh Gott. Oh. Sieht so gesund aus. Werden die uns... Ja, sie werden uns jetzt töten, weil ich sie wahrscheinlich beschossen habe, nicht wahr? Wer schießt auf mich? Ich bin die kleine Hexe, ich fühle mich zu Hause. Hallo? Warum schießen die so viel auf mich? Hi! Aber Alter, ich bin sowas von tot. Oh, ich bin wieder sowas von tot. Wartet mal. Wartet doch mal. Kurz. Jetzt. Bitte. Bitte jetzt mal kurz warten. Okay, danke schön. Das habe ich gebraucht. Hallo? Ach du Wieder so ein Rabenbruder, ha? Hi, Rabenbruder. Das kann ich gerade gar nicht gebrauchen, weißt du das? Kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Gar nicht. Kann ich gar nicht gebrauchen, okay? Rabenbruder, hallo? Warum erschlägst du mich? Ich habe gedacht, wir wären Brüder. Okay, das war gerade unnötig, aber... Ja, ich glaube, ich sollte es in Let's Fail umbenennen. Hast du das geknackt? Ich meine, guck mal, sonst, wenn ich jetzt nicht gestorben wäre, hätte ich das nicht bemerkt. Versteht ihr? Ich hoffe, ja. Fertig. Wow. What the f... Da gehe ich doch nicht rein. So, ich bin nicht beknackt. Ich bin doch nicht beknackt. Ich werde doch hier noch angegriffen. Ich meine, hallo? Ist doch nicht gesund, sowas. Hi. Was ist denn, Mann? Übertreib's halt. Hallo? Oh. Wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Aha. Ah, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Aha. Ich verstehe alles. Kara, ist es besser? Wer ist das? Ich weiß es nicht. Den Burschen kenne ich. Ah, keine Ahnung. Ich bin irgendwie gerade überhaupt nicht... Es kommt immer drauf an, wie wach ich bin, wenn ich so ein Spiel spiele. Und ich bin gerade nicht so wach, wie ich sein will. Absolut fantastisch. Sie hat jetzt auch so ein Vieh. Ist ja geil. Können wir zusammenreißen. Ein bisschen Munition erspähen, könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Genau, Munition ist. Okay. Wie lange müssen wir warten, bis es hier vorbei ist? Da ist so eine Waffe. Ich hol die mir. Die Strecke ist frei. Ja, ich bin ja gleich da. Oder wir suchen in der Wagenstraße runter nach Nützlichem. Was? Was wohin?
da und dann da. Natürlich. Komm mit, Kleine. Also, dann machen wir nächste Folge weiter. Ich hab's wieder voll verpennt. Ja, also, ich hoffe, nächste Folge wird besser. Ciao.